Hey Leute, hier ist der Aldemar zurück mit dem wunderschönen Planet Crafter. So, wir sind wieder in der Schlucht. Ich wollte hier nochmal ein bisschen fertig scouten. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen Superlegierung finden. Superregierung. Jetzt komme ich aber nicht mehr hoch hier. Das ist aber blöd. Z ist very blöd. Aha. Weil ich glaube, da war ich nämlich noch nicht. Oder doch? Ich will nur mal kurz hier durchstromern. Das. Jetzt bin ich doch wieder in der Mitte. Das gibt's doch nicht. Da war nur einer. Hatte ich hier eigentlich geguckt, was der... oh, guck mal, goldene Kiste! Oh, guck mal, was Neues. Oh, das ist sehr gut. Wann gibt's denn eigentlich einen Extraktor 2? Meine Güte. Mist, können wir jetzt nicht gucken. Eigentlich, also wenn ich nochmal spielen sollte oder so, eigentlich müsstest du rumlaufen, die ganze Zeit Sachen sammeln, zum Beispiel, und dann einfach Solarzellen bauen. Da, wo du gehst und stehst. Wir müssen nicht zurücklaufen. Wir können die Dinger überall hinbauen, wo wir wollen. Aber das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache, oder? Aber dadurch könnten wir uns irgendwie erleichtern. Aber was bringen uns denn jetzt schon so kleine, mickrige Solarzellen noch? Ja, nicht bringen die uns. Ja, nicht. Aha. Aha. Osmiumhöhle. Osmimi. Schwefel. Aha. Aha. Das ist sehr gut hier. Ach, lass mir die Kiste da. Scheiß drauf. So, wir lassen jetzt mal das Schwefel hier. Ich würde gerne unterwegs ein bisschen craften. Ich würde gerne eine mobile Craftstation haben, ja? Was zur Hölle? Das war jetzt strange. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ach, guck mal, ich bin in der Wüste. That is here very nice. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen noch weiter Osmimi aufsammeln. Da bin ich hochgegangen. Hier war Sackgasse, ne? Sack! Die Höhle ist, glaube ich, die nächste von allen, die wir kennen. Dass das hier immer noch schmilzt. Bei 100 NK. Vielleicht ist da drunter dann dieses super Zeug. Diese Zellulitis. Zellulitis. Das ist jetzt blöd. I don't have Platz anymore. Lirnsamen. Ach, ist recht. Wir müssen jetzt fertig gucken hier. Wir bauen jetzt mal hier. Aha. Guck mal, das ist ein Gleiter. Oder was auch immer. Eisen. Titan, warte mal kurz. Zack, zack, zack. Zack, zack. Eisen, Titan. Ach, das Eisen. Titan, Eisen, Silizium. Wofür brauchen wir das Silizium? Genau. Daraus machen wir Abdichtung oder so, ne? Silikate. Damit auch die wunderschöne Luft drinne bleibt. Oh. So, und jetzt bauen wir einen Schrank. Also keinen Bodybuilder, sondern... oh, Comedian soll ich nicht werden. Wer nichts wird, wird YouTuber. YouTuber. So, okay.
Wunderschön. Lassen wir das hier drin und das hier und alles. Komm, wir machen erstmal alles hier rein. Wir nehmen nachher mit, was wir mitnehmen wollen. Das Osmium zum Beispiel. Müssen wir jetzt auch nicht zwingend mitnehmen. Alter, guck mal, eine Pflanze. Und wie lange gibt's die schon? Alter, guck mal, ist auch krass. Jetzt geht's ab. Ich meine, genug Dingens zum Umwandeln haben sie ja. Verpesteter Planet, so. Aha, was da drin? Toll, super. Gott sei Dank, ein Upgrade. Ah. Asgaia, Missionsbeschreibung, Nachrichten-Update. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele Schiffe verschiedener Konzerne im Sektor in Itzizial Prime verschwunden. Erreichen Sie diesen Sektor und suchen Sie Informationen, die Sie finden können. Primärziel, Einsatzziel. So wie bei Subnautica. Du hast einen Planeten, auf den alle möglichen Leute abstürzen. Keiner weiß warum. Untersuchen Sie den Sektor. Hinreichend finden Sie Hinweise zu Informationen zu den Ereignissen und wieso die Schiffe scheinbar spurlos verschwunden sind. Sekundäre Einsatzziele, Entschuldigung. Finden und melden Sie feindliche Lebensformen, auf die Sie während Ihrer Mission treffen. Identifizieren Sie jedes abgestürzte Schiff und melden Sie es dem entsprechenden Unternehmen. Finden und zeichnen Sie es unbekannten Aufenthaltsorte aller gefundenen Waren auf. Warum sollte der Typ denn noch Papierkram führen und den Konzern hinterher telefonieren, dass die deren Schiff gefunden haben? Ach halt, warte, ich kann jetzt hier nicht wegfliegen. Sorry. Ja, viel gibt's ja hier gar nicht. Also die... Das nehmen wir mit. Das. Warte mal. Also ich habe noch genug Pflanzen und Samen und so. Dünger will ich mitnehmen. Den nehmen wir mit. Den brauchen wir nicht. Und hier ist noch ein 600er. Oh, den darf ich auch nicht hier lassen. Und schon ist es wieder Nacht. Sie kommen nachts mit dem Nebel, wenn es am dunkelsten ist. Ich habe die Bestie gesehen, die mir das angetan hat. Sie hat Klauen, die ein Brett zu Spänen fetzen können. Zähne wie ein Bär, Augen wie ein Löwe, bla bla bla. Oh, Zeolit! Oh, das ist aber jetzt echt Glück. Sorry, dann müssen wir den Rest leider hier lassen. Da waren auch Pilzsamen, die muss ich auch noch mitnehmen. Warte mal. Da ist viel zu viel drin, was wir brauchen. Okay, komm, wir müssen wieder kommen. Ich gewinne bestimmt Zeolit aus dem Gasextraktor oder so. Boah, Alter, jetzt wächst hier aber. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme, Leute. Ich sehe nämlich selber gar nichts. Ich sehe nur Umrisse. Also ich sehe ein bisschen mehr immer als ihr. Aber gerade so viel, dass ich irgendwie klarkomme oder so. Warnung. Hydrationslevel niedrig. Warnung. Thank you for pushing the self-destruct button. Die beste Selbstzerstörungssequenz gibt es in Alien erster Teil. Mit dieser coolen Apparatur, den Ripley der aktiviert. Das hätte ich auch immer mal gerne gemacht. So Zylinder rausziehen, Knöpfe an der Seite drücken, wieder reindrücken. Oh man, voll das geile Minigame eigentlich. Ist halt nur scheiße, wenn du es dann wieder abstellen musst. Okay, okay, warte mal. So, wir haben zwei Dünger. Drei Dünger. Um Platz zu machen, könnten wir jetzt einen Blumenstreuer bauen. Mir fehlen nur zwei Wasser. Da müssen wir zwei Osmium hier lassen. Dann machen wir das mal gerade. Haben wir direkt wieder ein bisschen mehr Platz. Und nochmal ein bisschen mehr Sauerstoff. Können wir direkt hier irgendwie was reinpacken. Ist doch egal. Komm, da. 600. Hau rein, Junge.
Ja, okay. Pass auf, wir räumen alles weg und dann geht's direkt wieder los. Ah, guck mal, Platz! Wir können auch noch eine Rakete starten. Ich meine, wir haben einen Antrieb. Was für eine Rakete wollen wir starten? Ich würde sagen, Grünzeug, oder? Davon haben wir noch am wenigsten Raketen hochgeschickt. Einmal Baumrinde und einmal Lirnsamen. Zwei Superlegierungen und Dünger. Ah, wir müssen doch noch nichts trinken, oder? Ah, okay, warte mal. Bin ja schon dabei, bin ja schon dabei. Zweimal Lirnsamen, einmal Dünger. Einmal Lirnsamen, Entschuldigung. Baumrinde, Dünger. Ah, scheiße, Dünger haben wir nicht mehr. Nahrungszüchter T2, Baumsamenstreuer. Dauert 25. Okay. Gucken wir gerade mal. Algen? Algäe! Und ein Dreifachersaltung! 10 Punkte. 100 Punkte, ja? Wenn es nur bis 10 geht, mache ich 100. Der beste von allen. Okay, los geht's. Nee, komm, müssen wir jetzt schon alles holen. Da hinten, da bin ich zu faul für. Müsste ich jetzt eigentlich mal abbauen und hier hinholen. Nee, aber eigentlich soll es ja überall ein bisschen. Es wäre cool, wenn man irgendwie alle Seen damit betüddeln müsste. Oder so eine Kapsel ins Wasser werfen, damit überhaupt Algen mal reinkommen. Aber Algen finden immer ihren Weg, oder? Ich meine, sie finden ihren Weg. Extrahiert automatisch Gase aus dem Untergrund. Aber was genau der mit den Gasen macht, ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Was brauche ich nochmal für Dünger? Genau, dafür brauche ich die bescheuerten Dinger hier. Gut, dass ich die ganze Zeit farme und immer in den Schrank räume, aber nichts aus dem Schrank rausnehme. Schwefel! Schwefel und Granaten. Hagel und Granaten. Müssen wir jetzt mal gerade Platz machen hier. Also das ist bescheuert. Dass die Samen mit rausgehen, ist bescheuert. Dass die nicht drin bleiben. Aber man gewinnt ja quasi einen Samen aus dem Geernteten. Das verstehe ich schon. Aber das müssten sie ändern. Dass man entweder es erntet oder daraus Samen fabriziert. Aber eigentlich, ich weiß ja nicht. Nee, ne? Das wäre ja auch dämlich. So, was fehlt jetzt noch? Kann ich noch einen machen? Was soll's? So, okay. Superleitung. Irgendwas habe ich vergessen. Superleitung. Warte mal kurz gucken. Ah, los geht's. Auf zur Endlichkeit! Bring mir, Pflanzen. Befruchte den Himmel. Ah. Wäre eigentlich besser, wenn die einfach explodiert. So, puff, und das ganze Zeug verteilt. Also ein bisschen nerven die Asteroiden, um ehrlich zu sein. Ist immer sehr ungemütlich, finde ich. Ja, von meinem wohligen, schönen, grünen Land. So, und jetzt stellt euch vor, warum können denn nicht große Firmen wie EA Games so ein Spiel bauen? Die müsst ihr nicht übertreiben. Warum bauen die nicht so ein Spiel? Aus der Frostbite Engine. Mann, wäre das geil, oder? Wo die Asteroiden einschlagen und dann so Krater hinterlassen und die dann sich mit Wasser füllen und so. Und ach, Mann. Ich bin ja froh, dass wir wenigstens Indie-Game-Developer haben. Ohne die hätten wir wahrscheinlich nur noch Pay-to-Win, EA Games, Skin Customization, NBA 2K, Bullshit Games. Und das Ganze durch Steam. Steam, Kickstarter und andere Seiten, die helfen, dass Indie-Entwickler halt Kohle bekommen. Okay, das war schon, mehr gibt's hier gar nicht. Ich glaube, das ist jetzt quasi so ein Samensturm. Ach, da guck mal, das ist so ein Samensturm, guck. Tatsächlich. Samensturm. So, wie viel haben wir denn jetzt hier?
Aha, jetzt sind wir schon bei 11.000. Das ist schon mal ein bisschen höher. Aber ist immer noch zu langsam, der Sauerstoff. Aber die Biomasse ist jetzt bei 3.500. Bei 5 Tonnen. 5,3 Tonnen. Ist aber auch nicht viel. Auf dem ganzen Planeten. Aber guck mal, geht schneller hoch. Und nach dem Kräuter kriegen wir bestimmt Bäume. Ich mag Bäume. Okay, komm, dann machen wir jetzt hier nochmal frei. Und gehen nochmal in den Canyon. So, so. Los. Auf geht's. Auf geht's. Ja, auf geht's. Überall Pflanzen. Ha, ha, ha. Das Leben wird grenzenlos sein. Und bald kommen Bäume. Ne, erst sollen ja tatsächlich, ich habe ja gelesen, die Roadmap. Tiere sollen kommen und dann erst Amphibien. Was ich nicht verstehe, weil eigentlich sind ja Amphibien doch die ersten. Und dann die Landtiere. Ich kann aber mich vertan haben, aber eigentlich gibt es keinen Sinn. Aber es kann sein, dass die Amphibien vielleicht für die zu schwer sind. Ich weiß es nicht. Oder gibt es erst die Insekten und dann die Amphibien? Stimmt, wie ist das eigentlich mit Insekten? Ich meine Amphibien, die dann auch zu Land gehen, ja, aber Insekten? Insekt. Das ist schon voll die Beleidigung, oder? Du Insekt. So, hier waren wir, ne? Und dann bin ich da durch. Genau. Glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Aha, what's this? Einen neuen Zeolit wäre jetzt noch ganz toll. Noch einen. Okay, Iridiumhöhle. Brauchen wir jetzt nicht sammeln. Aber eine Kiste wäre nicht schlecht. Aha, gerade so gesehen. Schade. Zeolit, wo bist du? Komm raus, zeig dich doch. Zeolit, komm raus. Lol. Ganze Iridiumstab. Okay, das war's hiermit. Ich meine, wir werden es ja wohl irgendwann finden. Oder ist unser Dingens? Hier haben wir das Zeolit gefunden. Ich glaube, ich versuche mal nächste Folge diese Wand zu finden vielleicht. Ich sag das immer, ne? Nächste Folge. Und dann, mach ich es niemals. Oder ich vergesse es. Schieb's mal auf oder so. Aufschiebe mal. Na, lass mal alles hier. Ein Zeolit wünsche ich jetzt mal. Zeolit! Wo bist du? Ich bin hier. Wo? Zeolit! Nein! Zeolit! Ich sollte Schauspieler werden. Ich bin so gut. Der Beste. 5 Oscars direkt an der ersten Verleihung. Oscar mal, jetzt im Handel. Ja, so viel hierzu. So, da ist der Ausgang, ne? Wo komme ich jetzt raus, wenn ich hier bin? Okay, ja, warte mal. Warte mal. Wo geht's da raus? Moment. Ja, genau, aber hier bin ich noch nicht rausgegangen. Aber ich bin hier mal rein, glaube ich.
Oder? Oder? Ja, hier ist das, was jetzt gefüllt ist. Guck mal, da wächst überall Zeug. Guck mal, die grünen Hügel von Grünistan. Grün Mountain. Ey, guck mal, ich kann hier unendlich hoch. Oh, okay, es lag nur an dem Modell wahrscheinlich. Modell. Modell. Wir fliegen umher, weit voraus und hinaus tun wir es. Wir sind die Besten. Sorry, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig hier alles. So, das ist jetzt der... okay. Noch ein Satellit, mit dem wir nichts anfangen können. Öffne Trümmer. Halt. Okay. Okay. Gut zu wissen. Dann muss ich den anderen Satellit noch plündern. Aber wer sagt mir denn sowas? Ihr wahrscheinlich, aber... Die letzte Folge habe ich ja am Stück hier aufgenommen. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal zurück. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich fliege zurück. Das Lustige ist, Karten ohne Vegetation sehen halt immer leer und planlos aus. Und ich glaube, das Spiel ist ganz schön kompliziert. Ist schön zu machen ohne Vegetation und und dass dann später Vegetation da ist. Vegetation. Das gleiche Spiel könnte man auch mal in First Person, in Strategiemodus, in Strategiespiel machen. So, wenn man terraformt hat, dann geht's weiter zum Besiedlungssimulator. Und schon wieder geht's los, ey. Schnell rein, schnell rein! Ja, man bräuchte so einen Laser, der die Dinger abschießt. So, was wollte ich denn mal machen? Wir haben tonnenweise Dünger. Das heißt, wir können noch mehr Blumenstreuer machen. Kann ich den einfach direkt machen? Es fehlt noch Wasser, 2 Stück. Hunderter. Das müsste reichen. Strom geht jetzt bestimmt aus. Okay, doch nicht. Ich sag's einfach immer. Wir brauchen noch Bienen oder so. Ich glaube, die überleben das nicht. So, noch 2 Wasser. Nochmal. Und nochmal Blumen. Zwei Superlegionen. Habe ich noch irgendwas? Irgendwo, irgendwann. Eine. Ne, warum noch eine? Aha. Und 2 Wasser, ne? Ja, 2 Wasser und einen 400er. 150? Wie erbärmlich. Muss ich aber auch irgendwann mal einsetzen. Oh, na gut. Dann machen wir mal einen Reaktor.
Also, Schwarzpulver brauche ich. Habe ich noch irgendwo Schwarzpulver? Ah, Schwarzpulver, check. Dann brauchen wir... Haben wir. Ich weiß ganz genau. Komm schon. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen rausfahren. Das ist ganz klar, wir haben Iridiumstangen irgendwo. Aha. Super Leitung. Und? Habt ihr schon genug Inventare gesehen? Nein, ich noch nicht. Ach, komm schon. Ein nur. Ah, Gott sei Dank. Drei Wasser. Puh, das hat gerade so gereicht. Okay. Dann wollen wir mal Strom fabrizieren. Strom! Ah, sehr schön. Und damit müssen wir uns leider auch schon wieder verabschieden, liebe Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Planet Crafter. Ja, ich gucke jetzt mal nicht danach, wo diese Wand ist. Wir machen erstmal noch eine Folge und dann schauen wir mal. Also, bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.